Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Heute mal aus Elrich in der Nähe von Nordhausen am Harz oder im Harz, ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls haben wir heute was ganz Besonderes für euch, denn wir haben uns an die ultimative Herausforderung gewagt, von der Ungarnbude bis hin zur fertigen Straßenzulassung. Die ganze Zulassungsangelegenheit kam bei euch sehr gut an, also neulich mit dem Lenkervideo, sodass wir uns dazu entschieden haben, das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Und der Mist ist auf Chris gewachsen. Das heißt, du darfst das Ganze gleich nach dem Intro schön ausbaden. Viel Spaß euch jetzt erstmal mit diesem Video. Ja, hast du schon gesagt, wir sind in Elrich, aber wir sind ein bisschen zu Gast hier beim Datta666, wer ihn noch nicht kennt, Moin. Einfach mal da auf den YouTube-Kanal gucken. Und der gute Mann, der hat uns das Ganze hier so ein bisschen organisiert, beziehungsweise hat uns dabei ein bisschen unter die Arme gegriffen, denn er kennt den guten Mann, der diese Kisten hier wieder zurück nach Deutschland holt, sagen wir mal so. Und wir haben da so ein bisschen drüber geschnackt und ein bisschen drüber geklönt und dann sagtest du hier, Mensch, ich wollte da eh hinfahren, willst du nicht? Und so ist diese Idee dann relativ schnell entstanden und jetzt steht das Opfer hier und ich denke, wir schauen uns einfach mal so an. Erzähl mal, wo hast du den Bock jetzt aufgegabelt? Wo kommt der her? Was hat es damit auf sich? Ja, also das gute Stück, was in 1 Aktualität ist, habe ich aus dem guten Nordhausen. Und zwar befindet sich da einer, der sich die Mühe macht, die ganzen Exportfahrzeuge wieder nach Deutschland zu bringen. Zu unserem Glück. Für auch gewagte Preise teilweise. Mhm. Hast du irgendwie eine Ahnung, aus welcher Ecke das kommt vom Land? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, also wo genau die herkommen, kann man nicht sagen, weil diese ganzen Exporthändler wissen es teilweise selber nicht. Die haben ihre Informanten, bekommen die Teile direkt vor die Tür geliefert sogar, auch zu Corona-Zeiten. Ja, also kann man nicht sagen, wo genau die herkommen jetzt. Die ist jetzt Baujahr 84, hat auch leider keine Originallack mehr, da hat schon mal einer drüber geduscht. Man kann hier noch sehen, was das mal war. Wenn man Glück oder Pech hat, dann kann das Ganze so wie da werden. Ich habe da das schon mal. Das sind überall kranke Umbauten dran. Vorne die Telegabel habt ihr ja bestimmt jetzt schon im Video gesehen. Der An- und Ausschalter, sehr verrückt. Wir werden jetzt nochmal gucken, was der Zündfunke sagt, ob man da vielleicht noch ein bisschen Leben einhauchen kann. Schade, Zündfunke ist leider nicht mehr da. Es wäre jetzt auch noch so das i-Tüpfelchen gewesen an der Stelle. Sind wir mal ehrlich, die Unterbrecher fliegt dann wahrscheinlich eh raus. Aber ich bin gespannt, was wir hier noch so alles entdecken werden. Der Kahn wird sicherlich noch die eine oder andere Überraschung bereithalten. Wir haben auch noch nicht hier in die Seitendeckel reingeschaut. Das sparen wir uns auf für die Werkstatt. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zu lange schnacken, laden wir den Bock ein und dann geht's mal ans Auseinanderbauen. Das ist schlimmer als die Steibe, die ich mir damals gekauft habe, würde ich sagen. Wie kommst du auf die Idee, dir so einen Schwachsinn anzuschaffen? Wieso Schwachsinn? Das Ding ist doch gut. Na, den Bock kannst du schön alleine zerlegen. Okay.
Eieieiei, Chris, das sieht gar nicht mal so gut aus. Was hast du dir da noch wieder gekauft? Ja, das überlege ich auch noch. Aber am Ende hat das ja auch alles seinen Sinn, denn wir wollen hier tatsächlich in erster Linie einen Aufbau für euch machen. Ihr habt unzählige Male danach gefragt. Das ist ein Aufbau, den wir fertigstellen wollen, an dem wir mal verschiedene Sachen anbauen möchten, an dem wir einfach mal euch einen funktionalen Aufbau zeigen. Also am Ende soll dort ein Fahrzeug stehen, was gut funktioniert, aber es soll nicht hundertprozentig original werden. Und da kommt ihr dann später ins Spiel. Doch ich würde sagen, bevor wir uns jetzt um die weiteren Aufbaudetails kümmern, schauen wir uns erstmal an, wie es denn um den Rahmen steht. Als erstes wollen wir wissen, ob der Rahmen gerade ist oder Schäden mitbringt. Dazu können wir uns ein Stück Holz oder eine kurze Wasserwaage nehmen und testen mal, ob der Kopf vom Rahmen verbogen ist. Ist der Rahmen nach unten gebogen, deutet dies meistens auf einen Auffahrunfall hin. Ein nach oben gebogener Rahmen war meistens viel im Gelände unterwegs oder es wurden reichlich Wheelies gemacht. Wenn wir nun das Holz unten an den Rahmen halten, können wir sehen, dass unser doch noch sehr gerade ist und keines der beiden Fälle zutrifft. So hingegen kann es aussehen, wenn der Rahmen nach oben gebogen ist. Wir bleiben beim Rahmenkopf und schauen, ob dieser seitlich verdreht ist. Dazu müssen wir von weiter hinten schauen und prüfen, ob sich der Kopf zur Seite neigt. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Abstand zu messen. Von der Kante des Lenkkopfs bis zur Kante des Rahmenfußes sollten es um die 58 cm sein. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den gesamten Rahmen. Steht der Kopf und der Fuß in einer Flucht? Mit kleinen Hilfsmitteln können wir hier die Sichtlinie etwas besser verfolgen und prüfen. Sind die Aufnahmen für das Lenkkopflager noch maßhaltig? Dazu entfernen wir die Lagerschalen. Hier solltet ihr um die 36,5 mm messen. Wenn diese schon etwas ausgearbeitet sind und die Schalen mehr oder weniger von alleine rausfallen, solltet ihr auf die Lenkkopfschalen im Übermaß zurückgreifen. Reinigt die Schweißnähte und prüft diese auf Risse. Manchmal täuscht der Lack etwas, kratzt die Stelle frei und vergewissert euch, dass die Nähte in gutem Zustand sind. Solltet ihr die Schweißnähte nicht richtig sauber bekommen, nehmt euch eine Messing- oder eine Drahtbürste zur Hilfe. Wenn wir schon dabei sind, viele Gewinde sind es ja nicht, aber die, die da sind, prüfen wir natürlich auch. Schüttelt den Rahmen auch mal und schaut, was alles rausgefallen kommt. Am Rahmenfuß können wir dann schauen, ob die Bleche, an denen später die Fußrasten befestigt werden, relativ gerade verlaufen und nicht verbogen oder gerissen sind. Hier sieht unser Rahmen nicht mehr so gut aus. Und Chris, was meinst du? Ist der Rahmen noch zu retten? Oh, ich glaube, wir sollten hier erstmal ein bisschen Platz machen und dieses ganze Gerödel abflexen und dann vermute ich mal ganz stark, dass wir am Ende des Tages doch nochmal das Schweißgerät aus dem Keller holen müssen. Aber ihr habt jetzt zumindest erstmal gesehen, was man alles kontrollieren kann, um zu schauen, ob der Rahmen noch halbwegs in Ordnung ist. Am Ende muss jeder für sich entscheiden, ob es den Arbeitsaufwand gerechtfertigt ist. Bei der S50 bzw. S51 haben wir den Luxus, dass es noch Austauschrahmen auf dem Markt gibt. Wenn sie dann lieferbar sind. Wir machen jetzt erstmal weiter, versuchen ihn trotzdem noch zu retten. Arbeitsschutz. Also, wenn ich sehe, was wir hier alles abgeflext haben... Na, wir haben doch bald das 75.000 Abonnenten-Special. Hier sind schon mal ein paar Preise. Ich hätte sie jetzt zum Schrotti gebracht, weil alleine mit dem Schrottwert hier könnten wir die Simme, glaube ich, wieder aufbauen. Ja. Also hier hat sich tatsächlich wirklich jemand richtig verausgabt mit dem Schweißgerät. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Rolle Schweißdraht auf Krampf leer werden musste. So sah es zumindest aus. Nichtsdestotrotz, der Rahmen sieht unten jetzt gar nicht mehr so schlecht aus und die Lücken hier werden wir entsprechend mit angepassten Blechen auffüllen und das dann beim Fachmann einschweißen lassen. Eine Frage bleibt jetzt aber, wie sieht der Rahmen von innen aus? Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, da gucken wir mal rein.
Ihr seht, es ist also noch ein weiter Weg, bis das Fahrzeug mal fertig ist. Jetzt seid ihr aber erstmal gefragt, wie soll das Fahrzeug denn überhaupt werden? Zur Erinnerung, was wollen wir aufbauen? Eine S70 wird es. Also gerne eure kreativen Ideen zu dem ganzen Fahrzeug auf- bzw. Umbau ab in die Kommentare und natürlich euren Senf dazu. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann, oh, ich habe schon wieder zu viel getrunken. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.